Liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir wollen unsere Impulsreihe über Benedikt und seine Regel fortsetzen. Im zweiten Buch der Dialoge von Papst Gregor dem Großen und seinem Gesprächspartner Petrus Diakonus haben wir Benedikts Werdegang erlebt als jungen Mann in der Einsamkeit, als charismatisch begabten Abt, der Wunder vollbringt. Gott hat ihm aber noch eine Wundergabe verliehen, die uns Menschen viel zu unwahrscheinlich erscheint, nämlich die Prophezie. Sein Gegenüber bis auf den Grund zu erkennen, sein Herz zu erforschen und sogar in die Zukunft sehen zu können. Mehrere Anekdoten, möchte man fast sagen, gibt Gregor hier zum Besten. Zum einen von zwei Mönchen, die ausgeschickt werden, um geschäftliche Dinge außerhalb des Klosters zu erledigen. Es war strenge Klosterregel, sofort ins Kloster zurückzukehren, ohne sich irgendwo aufzuhalten oder gar sich einladen zu lassen. Allerdings wurde der Weg den Mönchen doch lang und sie kehrten bei einer bekannten frommen Frau ein und ließen sich bewirten. Sie dachten, macht ja nichts. Merkt ja keiner. Aber Benedikt hat es doch erkannt und die beiden dafür getadelt und sie haben so etwas nie mehr getan. Eine andere Geschichte wird vom Gotenkönig Totila erzählt. Totila hatte von dieser Gabe Benedikts gehört und hat auch nicht so recht daran geglaubt und seinen Schwertträger beauftragt, in königliche Gewände gehüllt zu Benedikt zu gehen und ihn an der Nase herumzuführen. Benedikt saß unweit der Klosterpforte und las in einem Buch. Als der Schwertträger in königliche Gewänder gekleidet zu ihm trat, Benedikt schaute nicht einmal vom Buch ab auf und sagte zu ihm, leg ab, mein Sohn, leg ab, was dir nicht gehört. Zitternd, so berichtet Gregor, fiel der Gote vor ihm auf die Knie, eilte zum König zurück, um ihm das misslungene Experiment mitzuteilen. So kam auch Totila zu Benedikt, um ihm seine Ehrfurcht und Reverenz zu erweisen. Benedikt tadelte Gotenkönig Totila wegen seiner Grausamkeiten und wegen der Unverhältnismäßigkeiten seiner Taten. Und der Gotenkönig ließ daher von diesen Taten auch ab. Benedikt prophezeite ihm weiter, dass er noch 10 Jahre regieren werde und dann der Herr es ihn zu sich holen würde. Und genau so kam es. Ein anderer Mönch trat zu Benedikt in die Zelle und fand ihn auf dem Boden weinend. Und er fragte ihn, was den Vater denn bewegte. Gott habe ihm gezeigt, dass sein Kloster Monte Cassino bald zerstört werde. Und so kam es tatsächlich. Bald nach Benedikts Tod wurde Monte Cassino zerstört. Aber wie Benedikt es sich erbeten hatte, kam keiner der Mönche zu Schaden. Es war nicht das letzte Mal, dass Monte Cassino zerstört wurde. Immer wieder in der Geschichte wurde es zerstört, niedergebrannt, niedergelegt. Zuletzt im Zweiten Weltkrieg mit Bomben zerstört. Allerdings erhob es sich immer wieder wie der Phönix aus der Asche und das alte Wort der Weissagung Benedikts ging in Erfüllung, Successa virescit, abgehauen, grünt es doch immer wieder nach. Ein so charismatischer Mensch wie Benedikt ist ein Wegweiser, ein Stern auf unserem Lebensweg, der uns den rechten Weg zu Gott weist. Wollen wir ihm folgen? Die nächsten Kapitel in der Regel, die sind dem Gottesdienst gewidmet. Wenn man sie so durchliest, dann sind sie irgendwie staubtrocken. Sie behandeln, welche Psalmen wann und wie gesungen werden, wie die Ordnung von Laudes, Vesper und Vigilien und der kleinen Horen ist. Aber sie haben einen viel tieferen Grund. Benedikt legt den Gottesdienst fest, dass er geordnet ist, dass die Mönche nicht für jeden Gottesdienst ihre Psalmen zusammensuchen müssen, sondern dass wirklich ein freies Gotteslob in der Ordnung möglich ist. Wenn wir Mönche uns in der Früh, am Morgen, zum Mittag, zu Abend und dann
ganz am späteren Abend noch einmal versammeln zum Chorgebet, dann loben und preisen wir Gott für seine großen Taten, für seine Schöpfung, dass er uns liebt, dass er uns geschaffen und erlöst hat. Menschen, die in der Welt leben, können mit uns in dieses Gotteslob einstimmen, wenn sie das Stundenbuch benutzen, das offizielle Stundengebet der Kirche oder andere Gebetshilfen oder auch ganz einfach aus freiem Herzen Gott loben und preisen. Wir tun das, damit wir für jene Menschen da sind, die sich schwer tun mit dem Beten, die vielleicht nicht mehr beten können. Und so dürfen wir Hände und Herz zu Gott erheben. Empor die Herzen, heißt es in der Heiligen Messe. Und das ist etwas Wunderbares und auch Befreiendes, dass wir Gott loben und preisen können, ohne dass wir einen Zweck damit verfolgen, sondern einfach um seinetwillen preisen und um seinetwillen auch lieben dürfen. Wenn wir Benedikt uns zum Wegweiser unseres Lebens auserwählt haben, dann folgen wir ihm in diesem Punkt geradezu phänomenal, wenn wir Gott loben und preisen. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie gesund und behüte Sie Gott.